Hallo liebe Freunde des gepflegten Kfz. Heute schauen wir uns eine extrem spannende, gleichzeitig aber auch ein bisschen provokante Frage an, nämlich macht das, was wir mit der Handwäsche machen, eigentlich alles Sinn? Oder verursachen wir uns durch Waschhandschuhe genauso Kratzer, wie wenn wir durch eine Waschanlage fahren? Bleibt dran, es wird wieder mal spannend. Nach unserem Video zum Meguiar's Wash Plus, in dem ich gezeigt habe, dass eben nicht das Shampoo, sondern der Waschhandschuh Kratzer vor dem Lack verursacht, gab es viele Diskussionen und auch viele Fragen unter euch. Nämlich vor allem, ob es denn am Ende jetzt Waschhandschuhe sind, die hier auf dem Lack Kratzer verursachen und wenn ja, welche Waschhandschuhe oder ob es hier Unterschiede zwischen verschiedenen Waschhandschuhen gibt. Um all diese Fragen zu beantworten, habe ich mich einmal mehr mit dieser Motorhaube hier ausgestattet. Ich werde sie erneut so polieren, dass wir hier nur noch, wenn überhaupt, ganz, ganz tiefe Kratzer drin haben, dass sie also möglichst defektfrei ist. Und danach habe ich mir hier alle möglichen Arten von verschiedenen Waschhandschuhen geschnappt, mit denen wir dann untersuchen werden, ob diese Waschhandschuhe hier auf dieser Haube nachvollziehbare Kratzer verursachen. Ich habe hier einen klassischen Chenil-Waschhandschuh von Chemical Guys, ich habe sogar den bösen Schwamm dabei, ich habe einen Wollhandschuh von Dodo Chews, den guten alten Petzolds Mikrofaserwaschhandschuh und dann drei verschiedene Ausführungen des, sage jetzt mal, klassischen Mikrofaserwaschhandschuhs von Gion, von Workstuff und von Microfiber Madness und sogar eine Felgenbürste, eine alte, die ist relativ sanft, es ist aber trotzdem eine Bürste und das soll so ein bisschen das symbolisieren, was ihr macht, wenn ihr an der SB-Box euch diese typischen Bürstenaufsätze schnappt und damit über euren Lack streift. Dann würde ich sagen, ich bereite jetzt die Haube vor, ich poliere sie, dann kleben wir die Testflächen ab und dann beginnen wir mit den Tests. Dann erkläre ich euch kurz den Testaufbau von diesem Versuch. Ich habe 8 verschiedene Testflächen und diese nochmal in je 3 Bereiche unterteilt. Ganz links außen schaue ich mir den Chemical Guys Big Mofo Chenil-Handschuh an, hier den Workstuff, den Gion, den Microfiber Madness, den Dodo Wollhandschuh, den Petzolds, die Bürste und den Schwamm. Im ersten Testfeld werde ich die Handschuhe trocken, so wie sie sind, mit einem normalen Druck verwenden und hier drüber streichen. Im zweiten Testfeld werde ich dann mit feuchten Waschhandschuhen mit einem Shampoo hier über die beiden nächsten Flächen drüber waschen jeweils. Und zwar einmal mit wenig und einmal mit sehr viel Druck, damit wir hier herausfinden, ob das überhaupt einen Unterschied macht. Also der Test ist abgeschlossen, die Waschhandschuhe lagern hier alle schön in einem Eimer drin und dann würde ich jetzt mal sagen, arbeiten wir uns Fläche für Fläche durch und schauen uns an, was hier passiert ist, sowohl mit der ScanGrip als auch mit dem USB-Mikroskop. Erste Fläche, Chemical Guys, Big Mofo, der Chenil-Handschuh, oben, wo wir ihn trocken angewendet haben, sind keine oder ganz, ganz vereinzelte feine Kratzerchen drin. Das sieht sehr gut aus. Auf der Fläche, wo wir ihn nass mit Normaldruck oder wenig Druck angewendet haben, ähnliches Bild. Also eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Und unten, und das sieht man sowohl, wenn man mit einer starken Lichtquelle drauf leuchtet, ja, als auch mit dem Mikroskop, Entschuldigung, sind ein paar vereinzelte Kratzer drin. Ganz, ganz wenige sind auch ein bisschen tiefer. Die meisten sind aber wirklich nur sehr, sehr, sehr fein. Also der hat eigentlich sehr, sehr gut abgeschnitten. Dann gehen wir rüber zum Workstuff, einer der drei Vertreter des klassischen Mikrofaserhandschuhs. Oben, wo wir ihn trocken mit normal viel oder wenig Druck angewendet haben, sieht es eigentlich gut aus. Nur ganz, ganz vereinzelte, wenige Kratzer. Unten, nass angewendet, mit wenig Druck, sind schon ein paar mehr drin, aber auch immer noch eigentlich sehr, sehr gut. Vor allem weniger als auf der trockenen Fläche. Und ja, jetzt unten, wo ich viel Druck und auch bewusst viel Druck angewendet habe, da sieht man, da sind tiefe Kratzer drin, da sind zahlreiche Kratzer drin. Nächste Fläche, Gion-Waschhandschuh.
trocken angewendet, gefühlt sogar noch ein bisschen mehr Kratzer als beim Workstuff. Nass angewendet, gleiches Bild, weniger als auf trockener Fläche. Und unten mit viel Druck und Shampoo, ja, auch da wieder viele Kratzer, tiefe Furchen drin. Da haben wir ordentlich was reingefräst, sieht man auch wieder mit starker Lampe und auch mit dem Mikroskop. Microfiber Madness, trocken angewandt. Ja, ähnliches Bild wie beim Gion. Ein paar vereinzelte Kratzerchen sind da, definitiv mehr als vorher. Nass angewandt, wenig Druck, so wie man es sollte. Ein paar wenige vereinzelte sind da, aber sieht eigentlich gut aus. Und unten mit viel Druck und Shampoo, ja, ihr seht's. Auch da haben wir ordentlich was reingefräst. Sieht man sehr, sehr, sehr gut. Also auch da mit viel Druck, so wie man es nicht machen sollte, verursacht der Kratzer. Wollhandschuh von Dodo Juice. Trocken angewendet. Verursacht der, ja, tiefe Furchen, zahlreiche Kratzer. Ich würde jetzt auch sagen, bisher der schlimmste. Nass angewandt, wenig Druck, so wie man es sollte. Ganz, ganz wenige vereinzelte, also so gut wie der Chenil-Handschuh. Und unten mit viel zu viel Druck. Da jetzt lustigerweise sind gar nicht so viel mehr da. Das heißt, der reagiert jetzt ein bisschen sanfter, wenn man hier viel Druck anwendet. Spannend. Dann noch der gute alte Petzolds. Trocken angewandt. Paar wenige oberflächliche, leichte Kratzer sind da drin. Nass angewandt, wenig Druck, so wie man es sollte. Ja, ganz, ganz wenige, wirklich nur vereinzelte, sieht verdammt gut aus, mitunter am besten bis jetzt. Und dann unten mit viel zu viel Druck. Ja, ähnlich wie der Wollhandschuh, also hat Kratzer verursacht. Tendenziell würde ich sagen, nicht ganz so viele, nicht ganz so tiefe wie die Mikrofaserhandschuhe mit ein bisschen längeren Fasern, aber auch der hat ordentliche Furchen reingehauen. So, jetzt wird's spannend. Jetzt kommen wir zur bösen Bürste. Ach du Scheiße. Holla die Waldfee. Ja, bist du deppert. Das ist alles jetzt trocken und ihr seht schon, da sind definitiv am meisten, definitiv die tiefsten von allen bisher. Dann gehen wir zur nassen Fläche, wenig Druck, auch da, schlimmstes Bild bisher. Definitiv weniger als auf der trockenen Fläche, aber immer noch, sieht ganz schlimm aus. So, und jetzt viel Druck, Shampoo-Wasser, ja. Ja, ihr seht, ganz, ganz tiefe Furchen, extrem viele, ganz, ganz schlimmes Bild, also das eignet sich hier definitiv nicht. Gut, spannend, auch für mich. So, jetzt kommen wir noch zum Schwamm. Oh, jetzt wird es aber interessant. Das hätte ich nicht erwartet. Wir sind jetzt hier auf der trocken geriebenen Fläche und ihr seht, mitunter die wenigsten, nass mit wenig Druck. Oh, auch verdammt gut. Also da fällt es mir jetzt echt schwer, überhaupt einen Kratzer zu finden, muss ich sagen. Echt gut. Und dann ganz unten mit viel zu viel Druck und Shampoo-Wasser. Spannend. Also ganz ehrlich, Leute, das ist für mich mitunter das beste Resultat von allen. Ich glaube, wir gehen dann im Fazit nochmal drauf ein. Ich habe eine Vermutung, woran das liegt. Aber das ist jetzt mal ein echt überraschendes Ergebnis, hätte ich so nicht erwartet. Der Schwamm schneidet hier echt gut ab. Bevor wir zum Fazit von diesem Test und Video kommen, möchte ich noch mal kurz was sagen. Bitte, bitte, bitte beweist mir und beweist der Welt, dass ihr eine Community aus intelligenten Zuschauern seid. Und bitte, bitte, bitte interpretiert die Ergebnisse dieses Tests und dieses Videos nicht falsch und auf eine Art und Weise, die den Herstellern der Produkte gegenüber, die wir euch heute gezeigt haben, schlichtweg nicht fair wäre.
Weil wenn ihr jetzt nach diesem Video zum Schluss kommt, dass diese ganze Handwäsche eigentlich für die Katze ist, weil wir uns genauso Kratzer verursachen, wie wenn wir unser Auto durch eine Waschanlage jagen würden, dann habt ihr schlichtweg nicht zugehört, nicht hingeschaut und habt hier eine absolut falsche Schlussfolgerung gezogen. Weil wenn wir uns die Resultate anschauen, die diese Bürste hier erzeugt hat, und diese Bürste ist halt wirklich was, womit ihr euer Auto zum Beispiel an der SB-Box wascht, oder diese Bürsten sind auch was, was ihr dann in der Waschanlage findet, dann habt ihr ganz, ganz klar gesehen, dass diese Bürste, egal ob ihr sie trocken verwendet, nass mit Shampoo verwendet oder ob ihr hier viel oder wenig Druck anwendet, definitiv Kratzer erzeugt und auch ganz klar und eindeutig die meisten Kratzer von allem, was wir hier heute versucht haben. Deswegen, das Fazit ist hier ganz klar, falsche Waschmedien verursachen euch definitiv Kratzer, und zwar ziemlich, ziemlich schlimme, die ihr auch vom bloßen Auge definitiv erkennen könnt. Das gute Resultat von dem Schwamm hier, ich glaube, über das müssen wir auch nochmal sprechen. Es wäre eben falsch, wenn jemand sagen würde, dass ein Schwamm definitiv Kratzer erzeugt und mehr Kratzer erzeugt als sowas hier. Das gute Resultat von dem hier liegt, glaube ich, aus meiner Sicht einerseits daran, dass man hier gar nicht so viel Druck anwenden kann, weil er, wie ihr seht, nachgibt, wenn man das tut. Das heißt, hier könnt ihr schlichtweg nicht so viel Druck anwenden, wie ihr es mit einem Waschhandschuh könnt. Punkt 1. Und Punkt 2 ist, das Problem an Schwämmen war nie, dass sie selbst und für sich genommen Kratzer verursachen, weil, haben wir gesehen, tun sie nicht, und er ist sogar sanfter zu eurem Lack als so ein Mikrofaserwaschhandschuh. Das Problem an einem Schwamm ist, dass wenn ihr Schmutz auf eurem Lack ablöst während dem Waschen, dass dieser Schwamm den nicht in sich aufnehmen kann, wie es eine Mikrofaser tut. Eine Mikrofaser nimmt den Schmutz, löst ihn an und nimmt ihn in sich auf, und dann reibt ihr ihn eben nicht mehr auf eurem Lack herum. Ein Schwamm hingegen löst euch den an und reibt den mit dem Schwamm, mit dem Shampoo dann auf dem Lack herum. Und das ist dann das Problem, wieso hier das Risiko, dass Kratzer beim Waschen entstehen, definitiv höher ist. Aber wir haben einmal mehr gezeigt, so böse, wie alle immer behaupten, ist so ein Schwamm dann definitiv nicht. Bezüglich aller anderen Waschmedien haben wir gesehen, dass der Wollhandschuh dann doch relativ gut funktioniert und euch anscheinend nicht so viele Kratzer verursacht. Aber auch hier, seid intelligent und bitte berücksichtigt alle Faktoren. Ja, so ein Wollhandschuh scheint relativ sanft zu eurem Lack zu sein. Das ist ja auch das, was alle immer sagen, und das haben wir jetzt in diesem Video in dem Sinn auch bestätigt. Aber Wollhandschuhe sind unfassbar mühsam in der Nachpflege und in der Reinigung, weil ihr könnt euch Wollhandschuhe nicht in eine Waschmaschine geben. Ihr müsst diese Wollhandschuhe von Hand auswaschen. Ihr müsst sie dann an der Luft zum Trocknen aufhängen, aber wenn ihr sie zu nass aufhängt, dann kann es auch wieder sein, dass sich die einzelnen Wollfasern verklumpen und verkleben. Weshalb ich jetzt euch persönlich sagen würde, wenn ich mir die Ergebnisse dieses Tests anschaue, wenn ihr so einen Mikrofaserwaschhandschuh richtig verwendet, das heißt mit wenig Druck, mit viel Shampoo und da auch ein Shampoo, das einen schönen Gleitfilm erzeugt, das heißt, ihr nicht knausrig achtet auf die Herstellerangaben, was die Konzentration und die Dosierung empfiehlt, dann verursacht ihr euch nicht so viel mehr Kratzer wie mit einem Wollhandschuh, dass diese mühsame Handhabung von einem Wollhandschuh aus meiner Sicht das rechtfertigen würde. Was einmal mehr und auch in diesem Test verdammt gut abgeschnitten hat, war der Petzolds Waschhandschuh. Der war fast so sanft wie der Wollhandschuh, also wirklich, wirklich hervorragend, was die Kratzererzeugung anbelangt. Und er bietet ja auch viele, viele weitere Vorteile, auf die Sebastian ja in diversen Videos immer wieder eingegangen ist. Er ist weiß, ihr seht die Verschmutzungen gut. Die Verschmutzungen werden wirklich dicht in diese Fasern reingetragen. Er nimmt schön viel Wasser und Shampoo-Wasser auf. Das heißt, einmal mehr hat dieser Waschhandschuh hervorragend abgeschnitten. Was ist jetzt also das Fazit und die wichtige Lektion, die ihr aus diesem Video mitnehmen könnt? Erstens und ganz einfach, jede Form von mechanischer Einwirkung auf eurem Lack verursacht potenziell Kratzer. Das können Witterungseinflüsse sein, die während der Fahrt stattfinden, Sand, Steine, Staub, Straßenschmutz und so weiter. Das ist aber auch jedes Mal, wenn ihr euren Lack berührt oder mit etwas auf dem Lack drauf geht, das ihn dann berührt. Das gilt sowohl für eine Waschstraße, die definitiv mehr Kratzer verursacht als eine Handwäsche, aber wir haben ganz klar gesehen, auch der sanfteste Waschhandschuh dieser Welt kann euch Kratzer verursachen. Und das, was definitiv schlimme Kratzer verursacht, ist, und das gilt für so viele andere Bereiche in der Autopflege eben auch, eine falsche Anwendung. Wenn ihr hier zu wenig Shampoo verwendet, wenn ihr knausrig seid bei der Dosierung, wenn ihr zu stark aufdrückt, weil ihr zum Beispiel noch einen Insektenrest auf dem Lack während dem Waschen entdeckt und dann denkt, oh, ich kann ja ein bisschen rumreiben mit dem Waschhandschuh, das sind alles Faktoren, die euch definitiv Kratzer erzeugen. Deswegen ist hier die ganz, ganz klare Empfehlung und das, was ihr mitnehmen müsst,
wendet hier wenig Druck an, wenn ihr möglichst wenig Kratzer verursachen wollt. Lektion Nummer 2, ja, es gibt Unterschiede in der Tendenz, dass solche Werkzeuge euch Kratzer verursachen. Aber viel wichtiger ist eigentlich, dass ihr diese Werkzeuge richtig verwendet. Wenn ihr so eine Bürste hier verwendet, dann ist völlig klar, dass ihr euch Kratzer im Lack verursacht. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Materialien, kurze Mikrofaser, lange Mikrofaser, Wollhandschuh oder sogar ein Schwamm, der ist da, den haben wir gesehen. Aber wie gesagt, bitte überinterpretiert diese Ergebnisse nicht und lauft jetzt bitte nicht in der Weltgeschichte rum und sagt, der Waschhandschuh ist schlecht, weil er in unserem Test schlecht abgeschnitten hat. Um es ganz klar zu sagen, keiner dieser Waschhandschuhe hat in unserem Test schlecht abgeschnitten, sondern das Ergebnis ist ganz einfach. Wenn ihr die so verwendet, wie es der Hersteller sich gedacht hat und so wie es auch aus einer logischen, aus einer intelligenten Sichtweise Sinn macht, nämlich wenig Druck, Shampoo-Wasser, genügend hochdosiertes Shampoo, dann verursachen euch all diese Waschhandschuhe nur ganz, ganz geringe, ganz feine Kratzer. Das, was viel schlimmer ist, ist, wenn ihr euren Lack nicht vernünftig vorreinigt, sprich einen alkalischen Vorreiniger oder einen Snow Foam verwendet, denn je mehr Schmutz auf eurem Lack drauf ist, desto mehr Kratzer verursacht ihr auf eurem Lack, weil nicht vergessen, wir haben diesen Test auf einer perfekt vorbereiteten, polierten Haube durchgeführt, wo keinerlei Verschmutzungen drauf waren. Das ist dann mit Abstand neben dem Druck, den ihr anwendet, die größte Fehlerquelle und das größte Potenzial dafür, dass ihr euch Kratzer auf eurem Lack verursacht. Ich hoffe, die Resultate dieses Tests waren für euch genauso spannend wie für mich. Nehmt die richtigen, die wichtigen Schlussfolgerungen aus diesem Video mit. Habt Spaß bei der Autopflege, denn darum geht es am Ende des Tages. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und bis dann. Servus!